Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel und ihr seid auf dem Kanal von Tatort Technik gelandet. Ja, ich bin endlich aus dem Urlaub zurück. Yay! Ich habe ja letzten Sonntag noch das Video gemacht von der App für Trigger Trap mit der Kameraauslösung im Auto montiert. Wer es noch nicht gesehen hatte, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ist gar nicht mal so schlecht geworden. Leider ist das Video von der Videoschiene ziemlich miserabel geworden, oder besser gesagt, die einzelnen Fotos von der Videoschiene haben jetzt nicht so den Effekt erbracht, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Deswegen werde ich das canceln und werde das irgendwann nochmal nachdrehen, wenn ich dann nochmal irgendwo schönes Motiv im Hintergrund habe und auch einen Sonnenuntergang habe. Heute soll es aber um ein bisschen was anderes gehen, und zwar um dieses gute Teil hier. Das ist das Weathermeter von Weatherflow, heißt die Firma. Da gibt es zwei verschiedene von, mehr dazu gibt es dann aber auch gleich nochmal in Videos mehr Infos. Das ist so ein Windmesser. Damit kann man quasi den Wind messen, brauche ich tatsächlich für meine beruflichen Tätigkeiten. Wenn ich mal ein bisschen Feuerwerk schieße, da muss man nämlich Windgeschwindigkeiten messen. Das Ding ist geeicht und hat eine wirklich recht kleine Toleranz. Wie gesagt, mehr Infos dazu im Video. Das Ding boxe ich an, erzähle ein kleines bisschen was, zeige ein kleines bisschen was von der App und werde natürlich aber auch dann später nochmal ein paar mehr Videos machen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Unboxing, oder besser gesagt, was ist denn eigentlich drin im Karton vom Weatherflow, Weathermeter? Ran an den Speck, da haben wir das gute Teil. Ihr seht schon, das ist das Weathermeter. Da gibt es zwei verschiedene, das ist nämlich die Version mit Bluetooth. Weatherflow, ihr seht schon von Weatherflow, Weathermeter. Ziemlich geile Verpackung, muss ich sagen. Hier unten nochmal ein bisschen so Android-Zeug und made for iPod und iPhone, bla bla bla, wie immer halt, und eine App gibt es dazu. So schaut das gute Teil von oben aus, so von der Seite, so von hinten, und da gibt es nochmal ein paar interessante Informationen, was man mit dem Ding denn alles so machen kann. So schaut die App aus, das sind die kompatiblen Apps oder was man damit alles noch so Schönes machen kann. Ihr seht schon Windgeschwindigkeit, die Richtung vom Wind, die Temperatur, die Feuchtigkeit, den Druck. Das ist kalibriert worden im Labor. Bluetooth Multi-Digital Connection up to 100 feet, also 100 Fuß kann man damit weit machen. Eine Batterie ist auch schon mit drin, die soll 3 Jahre halten und wir haben 3 Jahre Garantie. So sah das Produkt von der Seite aus und so von oben und so von unten. So, dann machen wir das mal auf. Übrigens hier mit so einem kleinen Magnetclip gemacht. Also wie gesagt, mir gefällt die Verpackung wirklich richtig gut. Und da ist auch schon das gute Teil, kommt auch schon zum Vorschein. Ihr seht schon, da ist das gute Teil. Da unten sind noch so Stecker mit drin. Irgendwie alles in so einer Hartplastikverpackung. Und da sind natürlich auch noch mal Beschreibungen drin. Also ihr seht schon, 3,5 mm Klinke und Schlüsselanhänger und ja, die Viertel-Zoll-Schraube halt. So, und da oben haben wir dann auch noch was zum Stehen. Ist aber jetzt erstmal nicht so interessant. Ihr seht schon, hier ist noch mal eine Beschreibung, was das Ding denn alles so kann. Ihr seht schon, hier auch noch mal beschrieben. Und was ich nämlich ultra interessant finde, ist, dass tatsächlich dieses Gerät nur 0,5% Abweichung hat, was sehr, sehr gut ist in Smartphone-Apps. Das ist mit das genaueste Messgerät, was es da so gibt. Dann ihr seht schon, Temperatur 0,7 Fahrenheit, das sind ungefähr 0,4 Grad Abweichung plus minus. Ihr seht schon, da steht es auch nochmal 0,4 Grad. Feuchtigkeit, da haben wir 3% Abweichung und Druck, da haben wir plus minus 0,004. Also wirklich sehr, sehr, sehr präzise und Field-like, also Komfort, also gefühlte Temperatur und der Hitzeindex etc. etc. Wie gesagt, Packung ganz nett gestaltet. Wir machen das ganze Ding mal auf, dafür muss man hier unten aufschnipsen. So, Fingernagel schnell nein. Und dann seht ihr schon, dann ist da hier so ein Einschub, da kann man reindrücken und dann kann man das ganze Ding rausziehen. Und so schaut das gute Ding dann aus. Da ist dann weiter erstmal nichts mehr drin. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, das Kartönchen. Und da liegt dann das gute Teil. Also ich bin mehr als begeistert von der Verpackung. Da ist nichts mehr, weg damit, brauchen wir nicht mehr. Bedienungsanleitungen gibt es keine dazu. Das finde ich mal sehr entspannt. Gefällt mir. Und dann kommt es hier tatsächlich in so einer kleinen Schachtel. Gefällt mir wirklich richtig gut. Probieren wir es einfach mal. Ui, cool. Dann kann man das so aufmachen. Und da haben wir dann das gute Teil.
Da unten kann man dann hier so einen 3,5 mm oder einen Schlüsselanhänger anhängen. Schaut ganz nett aus, muss ich sagen. Wenn man jetzt hier zieht, dann dürfte wahrscheinlich die Batterie funktionieren. Wir werden das auch dann mal machen. Oh, geht relativ easy. Und damit ist das Ding dann auch schon scharf. Dann probieren wir das doch gleich nochmal aus. Hier iPhone mit dabei. Und dann schauen wir mal schnell. Da, ihr seht schon, ich habe mir da diese App runtergeladen. Da. Upp. So. Die machen wir einfach mal kurz an. So. Und an ist das gute Stück. So, ich schiebe euch das nochmal ein bisschen weiter in die Mitte, damit man das auch ein bisschen besser sieht. Und da keine Anleitung drin ist, drücke ich da einfach mal drauf. Das fängt blau, das blinkt an. Ups, das ging aber jetzt schnell. Ah, das ist ja der Wahnsinn, hä? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also man musste das gar nicht anlernen oder irgendwas. Das ist mit Bluetooth, aber das wird irgendwie in der App angelernt. Krasser Scheiß. Ich wusste das natürlich schon vorher. Ha, 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 ha. Aber es ist trotzdem ganz cool. Also das geht wirklich echt schnell. Dann schauen wir mal schnell. Wenn man da auf Beginn drückt, da kann man jetzt noch 100.000 Sachen einstellen. Zur App selber mache ich dann auch noch mal ein Video. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt da hier so reinpuste, dann tut sich da auch was. Also ganz geil gemacht. Hier unten auch mit so einem 3,5 mm Fake-Adapter. So schaut das dann aus. Und dann kann man das hier unten so in die App in das Smartphone reinstecken. Die App dreht sich dann auch automatisch um, also ist es mitgedacht worden, gefällt mir wirklich sehr gut. So viel erstmal zum ersten Unboxing, was ist drin im Karton zu diesem Wettermeter und mehr Informations auch schön wieder gesagt und mehr Informationen zu dem guten Teil. Übrigens auch sehr geil, stelle ich gerade so fest, wird die Packung tatsächlich intelligent gemacht. Wenn man das Ding montiert hat, kann man das tatsächlich dran lassen. Und muss es nicht jedes Mal wieder an- und abschrauben. Gefällt mir. Ja, so viel erstmal zum Unboxing. Wieder verquatscht, Mensch, ey. So viel erstmal zum Unboxing und mehr zum Weathermeter von Weatherflow gibt es dann natürlich auch noch. Und ich werde es ein bisschen ausprobieren und dann werde ich berichten. So schnell geht's und schon ist das Video auch schon wieder vorbei an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich freue mich immer riesig über Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr auch gerne abonnieren, kommentieren, Fragen zum Produkt. Ich werde es nachher wie vor wieder mal ein bisschen ausprobieren und ihr könnt fleißig kommentieren und Fragen stellen. Lasse ich immer alles gerne mit einfließen oder versuche so gut wie möglich, wie es denn mir möglich ist, zu beantworten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt noch alles sagen soll. Und wir sehen uns wieder den nächsten Samstag um 9 Uhr in der Früh. Jetzt auch endlich wieder zurück aus dem Urlaub. Dann schaue ich es eigentlich auch wieder und yay, kann endlich wieder Videos drehen und produzieren. Ich freue mich schon irgendwie richtig drauf. Also nächsten Samstag um 9 abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Ich sage es diesmal so oft, dass es niemand vergisst. Niemand soll es vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.